und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist wieder ein Turniertag und ich nehme euch wie immer auch mit. Ich nehme heute Jack, Mayflower und Gia mit. Winnie muss zu Hause bleiben, weil ich einfach keinen Platz mehr habe. Ich fahre nämlich mit dem Zug hin. Also zuerst werde ich zum Bahnhof gebracht und fahre mit dem Zug zum Turnier und werde dort dann abgeholt, um zum Turnierplatz zu fahren. Und nach Hause fahre ich dann die ganze Strecke mit dem Zug. Und ich würde sagen, dann geht's los mit dem Video. Ich bin jetzt in Mannheim und laufe gerade zu meinem Gleis. Richtig viele Leute haben irgendwie so bayerische Klamotten an. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Aber ich suche jetzt auf jeden Fall erstmal mein Gleis. So, ich sitze jetzt hier im Zug, die fährt neben mir. Ich will hier wirklich nicht laut rumreden, das ist super unangenehm. Aber ich fahre jetzt erstmal von Mannheim nach Karlsruhe und dann zu dem Ort, wo eben das Turnier stattfindet. Ich habe es nach Karlsruhe geschafft und jetzt kommt gleich meine S-Bahn und dann bin ich auch schon bald da. Jetzt da, hier ist so ein Lager aufgebaut, hier ist schon Mayflower, Jack ist noch in der Tüte und ich reite jetzt Gia beim E-Zeitspringen und das geht auch gleich schon los. Erstes Springen ist rum und ich glaube, jetzt ist auch gleich schon die Siegerehrung. Das E-Stil-Springen. Wir sind eben schon den Parcours abgegangen und ich reite wieder Gia und filme euch das natürlich auch mit. Hier gibt es übrigens ganz viele Pokale heute zu gewinnen und wir geben uns Mühe. Jetzt reite ich Mayflower im A-Springen und hier ist schon so ein Übungssprung aufgebaut und da hinten wird schon der Parcours erhöht. Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we hold? Jetzt hier gerade Ian geklaut, ja, von Leonie. Ja, und hier ist jetzt der Parcours fürs, was für ein Springen? L, ja. Genau, fürs L-Springen. Und da reite ich vielleicht auch mit Ian. Und eben in dem Springen bin ich Erste geworden mit Mayflower. Das war auch sehr süß. Irgendwie ist der Ton bei dem Video weg, aber da habe ich nur gesagt, dass ich nicht ganz so zufrieden war mit der Runde, weil ich bei einem Sprung ein bisschen umgeknickt bin und dann sah es nicht mehr ganz so schön aus, aber die restlichen Sprünge waren okay. Sogar Dritte geworden, dafür, dass wir einmal umgeknickt sind. Echt gut, nicht erwartet. Und jetzt ist gleich ein Springen. Da mache ich, glaube ich, auch mit. Cool, ist, glaube ich, fertig aufgebaut. Also es wurde jetzt nicht viel verändert, bis darauf, dass
die Hindernisse ein bisschen höher gestellt wurden. Da bin ich auch mal gespannt, wie das wird, weil ich sehr lange nicht mehr einen Parcours trainiert habe. Aber das wird schon. Naja, also wir haben wenigstens nicht gerissen, das ist ja schon mal etwas. Aber der Anfang war auch relativ gut, aber dann bei dem Sprung bin ich wieder sehr komisch gesprungen. Und ab da war es dann auch nicht mehr ganz so gut. Aber läuft. Springen sind jetzt alle vorbei und die Sammlung wächst langsam, hier sieht man schon alles. Und jetzt ist die Dressur, glaube ich, gleich dran. Aber erst richte ich noch bei einer Gangartenprüfung. Inzwischen gerichtet und das war auch schon die A-Dressur und jetzt fängt die erste Person mit der S-Dressur an. Und da sind Jack und ich dann als drittes dran und ich filme euch natürlich alles mit. Jack und ich sind Erste geworden in der Dressur und hier ist unsere Schleife und unser Pokal. Steht da hinten irgendwo. Auch Mächtigkeitsspringen, da filme ich auch ein bisschen was mit.
Bin jetzt schon zum Bahnhof gebracht worden. Die Pferde sind schon alle hier in der Tüte verstaut. Man sieht die anderen jetzt gar nicht. Aber ich warte jetzt auf meine Bahn und fahre dann nach Karlsruhe und von Karlsruhe dann wieder zurück nach Hause. Und da werde ich dann von meiner Oma abgeholt und nach Hause gebracht. So, ich bin jetzt wieder sicher zu Hause angekommen. Die Pferde stehen auch schon in ihren Ställen und die Pokale habe ich auch schon platziert und die Schleifen hängen auch schon hier oben. Das Turnier war auf jeden Fall sehr schön und auch der Platz, wo es stattgefunden hat, war mega. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.